Mensch. Sein Geschlechtsapparat ist vollkommener, zum Beispiel die doppelte Vorhaut des Penis. Als einer der Urheber der Orgelreform habe ich die Orgel als eine riesenhafte Pansflöte hingestellt, als etwas Nebenmenschliches, als ein tönendes Werkzeug in naher Verwandtschaft mit Kristallen und Blumen. Solange wir vernünftige Entscheidungen noch für möglich halten, muss hervorgehoben, verkündet, geflüstert oder geschrien werden, dass auf dem militärischen Sektor nur noch zwei Entscheidungen möglich sind. Totale Vernichtung oder totale Abrüstung. Hans Henny Jahn, Dichter, Orgelbauer, Forscher. Geboren 1894, gestorben 1960. Die Gedenktafel am ehemaligen Domizil des Dichters in Hamburg-Blankenese weist einen kleinen Schönheitsfehler auf. Jahn starb bereits am 29. November 1959. Es ist nicht die einzige Fehlangabe in Sachen Jahn, die der Korrektur bedarf. Der ganze Mann bedarf der Richtigstellung. Wer also war Hans Henny Jahn? Und wie steht es mit der Bekanntschaft seines Werkes? Sind Sie Anwohner des Hans-Henny-Jahn-Wegs? Ja. Können Sie mir sagen, wer Hans Henny Jahn war? Oi, Moment. Ein Orgelbauer, ne? Ja, stimmt. Ja. Er war auch Schriftsteller. Das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ich bin hier erst eingezogen. Ich wohne hier noch nicht lange. Jahn, Tonvater Jahn. Ich glaube, Orgelbauer, sowas, und Komponist so in der Art. Da bin ich sehr dafür, für Orgelbau. Ich spiele selbst eine Orgel. Hans Henny Jahn, wie gesagt, ein Dichter aus Adelsdicht. Bei Hagenbeck daher. Haben Sie von ihm mal etwas gelesen? Doch, das habe ich. Er ist ein Heimatdichter. Er hat viel geschrieben über so kleine Verse gemacht, nicht? So ist es also ein für alle Mal erwiesen, dass ich ein Feind dieser redlichen Handelsstadt bin. Ein Verlorener, ein Auszustoßender. Die gewaltigen Herren der Banken und Schiffe, die in der Woche 6 Tage lang Sklaven, Pfeffer, Tee, heute Tabak und Bier verkaufen, um am 7. in einer Kutsche in die Kirche zu fahren, weil es Gott beleidigen könnte, wenn sie zu Fuß gingen, sie hassen die Künste. Bekämpfen sie, indem sie über die Freiheit des Geistes herfallen. Poesie, Musik, Malerei sind für sie genauso wertlos wie die hingemordeten Negersklaven, diese Hunderttausende. Dreck ist, wer arm ist. Mit einem Augenaufschlag zum Himmel vertuschen sie den Gestank ihrer Hauptbücher. In den Gewölben der Hamburger Staatsbibliothek ruht der Nachlass. Manuskripte, Tagebücher, Korrekturbögen, Orgelpläne, Briefe und Geschäftspapiere. Wie es scheint, hat die Stadt posthum ihren Frieden mit ihrem lästerlichsten Sohn gemacht. Ob sich mit seinem anstößigen Werk überhaupt je Frieden machen lässt, ist allerdings die Frage. Über Jahns Erstlingswerk, das Drama Pastor Ephraim Magnus, schrieb Julius Bapp im Jahre 1921 in der Weltbühne: Dieses Buch mag im Giftschrank der Menschheit als seine stärkste Arznei aufbewahrt werden. Wiederholung oder gar Nachfolge wollen wir uns aufs Entschiedenste verbitten. Wenn man den Menschen die Auflösung zu oft schildert, so fangen sie womöglich an, ihre Krankheit für einen Normalzustand zu halten. Es wird aber Zeit, dass wir wieder aufbauende Bücher erhalten, heilende. Natürlich gingen wir auch mit unserem Kreise zur Uraufführung nach Berlin, um dort den Pastor Ephraim Magnus zu erleben. Dieser Pastor Ephraim Magnus, dieses Buch, eines der wunderbarsten Bücher, das wir in unserer Jugend gelesen haben, was ja nach Meinung berühmter Leute in einen Giftschrank gehört.
Wir scheuten uns nicht, dieses Buch am Tage, in der Mittagspause, in einem ganz anderen Beruf als ein Beruf mit Büchern, mit solchen Büchern, herumzugehen. Dieses Buch war, es ist nicht zu viel gesagt, damals unsere Bibel. Ich sage dir, wir sind verlassen, seitdem weder Gott noch der Teufel zu uns tritt. Wenn wir doch eine Handvoll Hölle hätten. Doch haben wir keine unsterbliche Seele, um die sich Gott und der Teufel streiten, so bot man uns nichts an. Nichts. Nichts. Wir sind ihnen gleichgültig. Wir sind Misthaufen. In sich und aus sich faulend. Dunghaufen sind wir. Eiterbeulen. In und an uns selber. Die alte Frage, woher der Protest und der Aufruhr in die Literatur kommen, beantwortet sich aus der Biografie nicht eindeutig. Ein bürgerliches Elternhaus im Deutschen Kaiserreich, der Vater von patriarchalisch-tyrannischen Zügen keineswegs frei, das mag dem Jugendlichen schon einigen Anlass zum Widerspruch gegeben haben. Andererseits wird der ungeliebte Vater doch auf eine sehr verquere Art zum Vorbild. Die Halsstarrigkeit, mit der der Hamburger Holzschiffbauer Gustav William Jahn anachronistische Handwerkstugenden gegen industrielle Fertigungsverfahren verteidigte, soll sich auch bei dem Sohn, gesteigert und verfeinert, wiederfinden. Ein neu aufgefundenes Manuskript des eben 16-Jährigen zeigt den späteren militanten Atheisten von einer unerwarteten Seite. Freilich verbirgt sich hinter der Widmung des Passionsspiels eine Passion sehr eigener Art. Die Liebesbeziehung des Sekundaners zu seinem Mitschüler Gottlieb Harms. Die schwärmerisch-erotische Bindung, von allen Seiten hier in Frage gestellt und in Verruf gebracht, wird zum entscheidenden Auslösungsmoment einer lebenslangen Unangepasstheit. Die Querstellung zur bürgerlichen Umwelt und zum christlich-bürgerlichen Moralkodex beginnt sich folgenschwer zu verfestigen, als mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges christliche Kirchenobere den Krieg verherrlichen helfen und den Heldentod selig preisen. Am 20. Oktober 1914 schreibt der 19-Jährige in sein Tagebuch: Alle geistlichen Pastoren und Priester haben sich meineidig gemacht. Sie haben Lügen aus den heiligen Worten gemacht. Sie stehen auf den Kanzeln und beten und loben und danken und lügen und schachern mit heiligen Worten. Sie halten Kriegsandachten und Schlachtengebete. Nennt mir das Große dieser Zeit. Ich bin zu Soldaten gegangen, die verwundet vom Felde kamen. Sie haben mir von Ekel und Entsetzen zu erzählen gewusst. Alle. Alle. In einer Zeit, als alle Autoritätspersonen, Eltern, Lehrer, Geistliche und Dichter in das Lob des Krieges einstimmen, setzt sich Jahn mit dem Freund Gottlieb Harms ins norwegische Exil ab. Eine Flucht ins Unwirtliche eher als in ein freundliches Urlaubsland. Hier entsteht das aufrührerische Drama Pastor Ephraim Magnus. Hier entsteht aber noch etwas anderes. Eine Idee, der Traum von einem geistigen Zufluchtsreich, Ugrino. Der Fantasiename steht für den fantastischen Entwurf einer Lebens- und Glaubensgemeinschaft mit eigenen Kultstätten, Tempeln, Schulen, Nekropolen und einer eigenen sakralen Bundesordnung. Wie realitätsfremd die lebensreformerischen Ideen uns heute anmuten mögen, so ernsthaft bedachte Jahn die Möglichkeiten einer Verwirklichung. Kaum war man nach dem Krieg in die Heimat zurückgekehrt, begannen die jungen Leute mit ihren ausschweifenden Kommune-Ideen ernst zu machen. In dem Dörfchen Eckel, nahe der Lüneburger Heide, verwüstete Jahn, nach eigenen Angaben, ein Vermögen mit architektonischen Experimenten und waghalsigen Verlagsprojekten. Abenteuerliche Finanzspekulationen, Spendenaufrufe, Sammelaktionen und die Ausgabe von Gründeraktien ermöglichten schließlich den Erwerb eines Wacholder-Areals im südlichen Wendland. Es war ein Traumbesitz, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein wildromantisches Stück Land, das praktisch jedoch kaum zu bewirtschaften war. Da der Ankauf alle Mittel aufgezehrt hatte und an die Errichtung kultischer Großbauten zunächst nicht zu denken war, begannen sich auch die Formen eines ursprünglich rituell gedachten Gemeindelebens bald in muntere Künstlergeselligkeit aufzulösen.
die Heilsbotschaft von einer Befreiung des Menschen aus seinen konventionellen Bindungen und die Idee einer kultischen Gemeinschaftsordnung ließen sich in der Praxis nur schwer vereinigen. Wir waren also in keiner Weise sektierisch, sondern nach außen aufgeschlossen. Wir mussten uns unserer Haut wehren, weil wir ja etwas zu verteidigen hatten, nämlich unsere Welt, die wir für rein und heil hielten, bestimmt aus der großen Kunst der Tradition und auch mit den Offenbarungen gewissermaßen, die wir von Jahn bezogen. Denn der sprach alles an, was im Menschen in seinem Leibe geschah. Da gab es keine Tabus, sondern eine Offenheit wurde ja sozusagen ein Sakrament. Mein Vater war das Arbeitstier. Mit etwas bürgerlichen Angewohnheiten. Meine Mutter hatte keine Konventionen, keine Vorurteile. Und mein Vater erzählte mir zum Beispiel einmal mit Stolz und mit Verlegenheit und mit etwas Scham, dass meine Mutter, wenn hier im Hirschparkhaus Gesellschaften waren, es fertigbrachte, eine Stunde später oder zwei zu erscheinen, nackt. Elinor Jahn, geborene Philipps. Die etwas exzentrische Tochter eines wohlhabenden Industriellen stieß schon früh zum Ugrino-Kreis und scheint nicht wenig zur ideologischen Verwirrung der Glaubensgemeinde beigetragen zu haben. Die Heirat mit Jahn fällt in das Jahr 1926. Im Juni 1929 wurde die Tochter Signe geboren. Die Utopie von einem heiligen Heidenreich mit einer eigenen Dissidentenkirche blieb Papier. Trotzdem trieb es den Ketzer, den Abtrünnigen und Pastorenbeschimpfer wie von ungefähr immer wieder in die offiziellen Sakralbezirke zurück. Wo sich die architektonischen Träume Ugrinos in der wirklichen Welt nicht realisieren lassen wollten, erhoffte sich Jahn so etwas wie die Wiederbelebung seiner Glaubensgemeinschaft aus dem Geiste der Musik. Im autodidaktischen Alleingang eignete er sich die gediegensten Kenntnisse über die ältesten Orgelbaukünste an, wurde Orgelbaumeister von eigenen Gnaden und begann auch bald selber, Orgeln zu restaurieren und mit eigenen Erfindungen auszustatten. Die Orgel als höchste Inkarnation der Pansflöte. Besonders solche Auffassungen von einem christlichen Erbauungsinstrument brachten Jahn in Misskredit. Ähnlich wie das Christentum sich einmal der alten Heidentempel bemächtigt hatte und sie mit seinen eigenen Insignien ausstaffiert, ganz ähnlich versuchte Jahn mit seinen Orgelreformen, das kirchliche Gemüts- und Glaubensleben zu unterwandern. Genau genommen ging es ihm darum, die Orgel zum Ausdrucksinstrument einer archaischen, einer verloren gegangenen Sinnlichkeit zu machen. Die Kirchenoberen, aber auch die orthodoxen Zunftgenossen sahen den Pferdefuß sehr wohl und versuchten mit vielen Mitteln, den reformatorischen Ketzer als den Bösen persönlich anzuschwärzen. Der besessene Alleinunternehmer wehrt sich auf seine eigene Art. Er ediert die Werke der vorbachischen Meister Samuel Scheidt, Vincent Lübeck und Dietrich Buxtehude in seinem Ugrino-Verlag und zwingt die Monopolinhaber der Kirchenmusik zur Kenntnisnahme der eigenen Reformbestrebungen. Jahn hatte eine unglaubliche Fähigkeit, Töne und Tongruppierungen auf ihre Reinheit und Klarheit zu hören.
Einmal, als das Werk der Orgel voll im Gang war, rief er plötzlich dazwischen, da oben im Zimbelstern stimmt etwas nicht. Der Orgelbauer Kemper sagte dazu, so etwas hören wir nicht, aber Jan hört es. Wir gingen hinauf, guckten nach und Jan hatte recht. Die Orgel der Hamburger St. Jakobikirche. Erste Ugrino-Konzerte fanden hier bereits im Jahre 1923 statt. Der Organist, der spätere Thomaskantor Günther Ramin. Mit der Restaurierung des baufälligen Instruments wollte Jahn ein Zeichen für seine Orgelreformbewegung setzen. Die idealistische Unternehmung endete freilich wieder mit einem finanziellen und moralischen Debakel. Im Allgemeinen galt er als Bürgerschreck oder Berserker oder wilder Mensch und der in seinem Leben also Ungeheuerliches tat und vollbrachte in seinem täglichen Leben. Und es gingen sogar die Gerüchte, dass er aus dem gestohlenen Holz der St. Jakobikirchenorgel ein unterirdisches Harem gebaut hätte. Ich sagte ihm immer alles, was ich für richtig hielt. Zum Beispiel kam mir zu Ohren, dass er, wenn er in irgendeinem Dorf eine alte Orgel rettete, dann dem Pastor Vorwürfe machte, dass das Christentum an allem schuld sei. Und ich sagte ihm dann, lass doch den armen Pastor, du machst ihn doch konfus, mach deine Orgel in Ordnung und über Christentum kannst du ein anderes Mal reden. Nur noch wenige Instrumente konnte der Außenseiter nach seinen eigenen Vorstellungen realisieren, so eine Schulorgel in Hamburg-Langenhorn. Dann stagnierten die Aufträge, verdichteten sich die Gegnerschaften. Der Traum von einem weltumspannenden Heilsreich, der sich selbst auf die immer noch gigantische Unternehmung einer europäischen Orgelreform zurückgenommen hatte, suchte sich jetzt einen letzten Zufluchtsort in der Literatur. Im Roman Perugia finden sich seitenlang Kompositionsfragmente abgedruckt, ein Memorial auf tragisch zergangene Illusionen. Aber erst in der Romantrilogie Fluss ohne Ufer wird ein unerfüllt gebliebenes Stück Leben vollends zum literarischen Motiv. Der Held eines der bedeutendsten Künstlerromane der Weltliteratur, Gustav Anias Horn, ist ein Kompositeur und Erfinder von mechanischen Musikmaschinen. Ich versuchte, dem elektrischen Klavier ein Konkurrent zu werden. Ich setzte mich vor die Tasten und spielte. Ich mühte mich Woche um Woche, aber keine Beschwingung erfasste mich. Es bereitete mir kein Vergnügen, auf dem Klavier zu spielen. Die Qualität der Töne war zu gering. Ich stellte fest, dass meinem Geschmack eine Verfeinerung anhaftete, die mich den rauen Tönen gegenüber wehrlos machte. Die pneumatische Maschine des Instruments war keinem Vorbehalt untertan. Sie würde ihre vorgeschriebene Virtuosität auch zum Besten geben, wenn die Stahlsaiten des Klavieres sich um halbe oder ganze Töne gegeneinander verstimmt hätten. Das Können der Maschine war weniger an die Zeit gebunden als das meine. Sie hatte ihre Gegenwart schon in der Zukunft. Auf dumme oder kluge Weise musste ich die Rechnung aufmachen. Ich war unterlegen. Ich begriff, die Freiheit des Fühlens und Denkens war dem Zorn der unerbittlichen Wiederholung unterlegen. Die unerbittliche Wiederholung. Das Massenfabrikat, die Massenlüge, die Auswahl der Sittlichkeit und Gerechtigkeit für die Massen. Millionen elektrischer Glühlampen, Millionen Wasserklosetts, Millionen Geburten, Millionen Gräber, millionenfach der mittelmäßige Querschnitt menschlichen Daseins. Aufruhr und Empörung gegen die millionenfache Mittelmäßigkeit. Aus diesen Impulsen nähert sich die tragische Substanz der Dramen Medea und die Krönung Richards III. An diesen Impulsen gehen ihre Helden zugrunde. Ein scheinbar ganz unhistorischer Begriff von Tragödie gewinnt seine historische Dimension dort, wo eine restlos genormte Welt die Entfaltung von Persönlichkeit nur noch im Unnormalen gestattet. Die Masken lieben, küssen, prügeln sich, sie zeugen miteinander und gebären, sie zetteln Kriege an und morden.
ständig auf einem Berg, ich musste lachen. Doch nun, ich bin gezeugt von einer Blase Geilheit mit einer Tonne richtig wirkender Gedärme, hineingeworfen in die Welt, nur nicht so dumm wie ihr. Das wäre ein Spaß, riss man die Masken ab. Anfang der 30er Jahre war Jahn einer der berüchtigsten Dichter seiner Zeit. Wie sahen ihn seine Freunde? Wie sah er sich selbst? Die Darstellung meines Angesichts durch Stegemann ist nicht so einfach vor sich gegangen. Wir tranken Schnaps und aßen Butterbrote. Eines Tages war ich sehr erregt. Irgendein voll normaler Mensch war mir in die Quere gekommen. Er sagte, so werde ich sie malen, wie sie jemand an den Hals wollen. Es wurde natürlich ein brutales Bild. Ich bin nicht immer brutal und so wurde es nicht richtig, nur ein Riss von mir. Als dann nationalsozialistische braune Männer bei mir im Hirschpark die erste Haussuchung hielten, bemerkten sie das Bild und einer unter ihnen fragte, wer ist denn der tote Mann? Er ist ja ganz grün im Gesicht. Als in Deutschland die Nazis ans Regieren kamen, begann der unbürgerliche Bürger Jahn sich selbst auszubürgern. Das Zufluchtsziel der Norden, Dänemark. Auf der Insel Bornholm glaubt er das Zufluchtsland seiner Jugendjahre, das mittlerweile mythisch verklärte und literarisch überhöhte Norge wiedergefunden zu haben. Der Hof Bondegård, den Jahn im Jahre 1934 für den Sohn seines verstorbenen Freundes Harms kaufte und verwaltete. Das Geld stammte aus der Konkursmasse Ugrinus, dem Erlös aus dem veräußerten Heideterrain im Wendland. Aber auch der Hof macht ihn keineswegs sorgenfrei. Im Zeichen fortschreitender Industrialisierung der Landwirtschaft betreibt Jahn seine Rinder- und Pferdezucht mit dem Reformeifer eines Umweltschützers und Naturerforschers. Ähnlich wie sich der zerrüttete Peer in dem Roman Perugia mit bloßem Besitz nicht abfinden mochte, gehen auch die Projekte Jahns weit über die bloße landwirtschaftliche Nutzbarmachung hinaus. Er verliert viel Zeit und Kapital mit scheinbar obskuren Experimenten. Auch in der sogenannten Hormonforschung, diese Bezeichnung wird von anderen gemacht, nicht von meinem Vater, da hat er durch Zufall entdeckt, dass in dem einen Jahr der Weizen so enorm wuchs, wo er auf anderen Feldern sehr kümmerlich war. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr nur Stierkälber auf dem Hof geboren. Und er sah einen Zusammenhang und fing dann an, mit Reagenzgläsern und Körnern und Kästchen und Urin von Stuten und Kühen und so weiter Versuche zu machen und hat so einen Zusammenhang entdeckt zwischen der männlichen und der weiblichen Frucht und dem schneller oder langsamer Keimen von verschiedenen Kornsorten. Ende 1934 schreibt Jahn in sein Tagebuch, Lise ist gleich nachdem sie zu uns kam brünstig geworden. Wir haben sie zum Hengst gebracht. Ich will jetzt einige Kornkeimversuche mit ihrem Herrn anstellen, dass ich so erfahre, was mir verborgen ist. Dem verborgenen Nachforschen, den Beobachtungen experimentell nachgehen. So sah sie aus, die unbändige Erprobungslust eines Experimentalrealisten. Wie wenig ihn Verleumdungen dabei behelligten, berichtet der Dichter Peter Huchel, dessen unbequeme DDR-Zeitschrift Sinn und Form jahrelang Beiträge des unbequemen Jahn abdruckte. Seine Hormonforschung basierte auf der Grundlage, dass im Urin einer Stute oder eines Hengstes oder eines jungen Menschen in der Pubertät so viel Hormone enthalten sind, dass wenn man diesen Urin tränke, man einen Teil der Hormone aufnehme. So trug er immer ein kleines Fläschchen in der Westentasche und bot es an in vollkommener Naivität und Gläubigkeit auf seinen Erfolg. Und er hat mir dieses Fläschchen auch einige Mal angeboten. Ich habe nie daraus getrunken. Erst in jüngster Zeit hat man die frühen Tagebücher Jahns wieder ans Licht gezogen. Unbeachtet blieben dabei die scheinbar unergiebigen Landwirtschaftsdiarien und Wirtschaftsnotizen.
Sau M1 wirft nachts 15 Ferkeln, alle liegend, den Ferkeln die Zähne gestutzt. Krusegar bekommt Maul- und Klauenseuche, alle Tiere mit Jodwasser gespritzt. Sau M2 bedeckt vom Eber Karegor, Jauche gefahren. Plus 2 Grad, Regen, Schnee, Saat bestellt, Eber weggeführt. Aus solchen unscheinbaren Notizen sollte sich etwas entwickeln, was zu den gewaltigsten Schöpfungen des modernen Tagebuchromans gehört. Im Jahre 1940 zwingen wirtschaftliche Schwierigkeiten Jan, den Hof zu verpachten. Wieder einmal in einer Hoffnung enttäuscht, bezieht er mit seiner Familie das Domestikenhäuschen Bondegor Granley. Das Arbeitszimmer. Laboratorium und Dichterklause zugleich, ein Raum von 8 Quadratmetern. In diesem unscheinbaren Refugium entsteht in fünfjähriger Klausur ein Werk von nahezu 2000 Seiten. Der Tagebuchroman Fluss ohne Ufer. Das kolossalische Epos sprengt nicht nur von seinem Umfang her die herkömmlichen Vorstellungen von Romankomposition. Alle Scheinordnungen des Menschen werden hier von Grund auf in Frage gestellt. Der Mensch, als vorläufig, wandelbar und unabgeschlossen betrachtet, gilt uneingeschränkt als untersuchenswert, auch als versuchbar, gefährdungswürdig und erprobungsbedürftig. Was mit dem Buch Das Holzschiff als ein richtiger, reißender Kriminalroman beginnt, weitet sich im Verlauf des uferlosen Epos zu einer wahrhaftigen Unendlichkeitsrecherche aus. Die Fahndung nach einer Leiche und nach dem Täter, nach dem Motiv und der Schuld, führt schließlich in Geheimniszonen des Unterbewusstseins, in denen die Motivsuche zur Identitätsprobe wird und die Identitätsfrage zu einer Odyssee, Fahrt auf einem Fluss ohne Ufer. Seit 10 oder 11 Tagen habe ich geschrieben und geschrieben, ohne mich um den Kalender zu kümmern. Die einzelnen Tage sind nicht zu Absätzen geworden. Der neue Monat hat sich schon vor einer halben Woche eingestellt und ich habe ihn weder bemerkt noch begrüßt. Mürrisch ist er in die Fußstapfen des Vorgängers getreten, verdirbt das Heu, überfällt das Land mit frostigen Nächten, weint aus zerfetzten Wolken. Honiggelber Dunst hat noch heute früh in den Tälern gestanden, aber die Luft war wieder milde wie vor Wochen. Sie war voller Duft, als hätten die Blüten des Weißklees zum ersten Male geatmet. Als die Sonne den Rauch durchbrach, war ein so allgemeines Frohlocken über den Feldern, dass ich aufsprang und hinauseilte. Zuvor doch blätterte ich im Kalender und rechnete das Datum aus. Die letzten Wolkenschleier verflüchtigten sich. Die Sonne stand wie ein Glutmeer über der Insel. Die Rinden der Fichten strömten den Geruch des Harzes mit unwahrscheinlicher Stärke aus. Es ist ein schöner Tag. Die Stille zwischen den Bäumen im Walde, als ob der Laut einer märchenhaften Stimme unmittelbar bevorstände. Die greisen Barrieren der Klippen tönen. Sie sind das verschämte Echo emsig summender Bienen. Es ist der letzte Hall aus den tiefen Öfen des irdischen Feuers. Die Wirklichkeit ist wie eine Verheißung. Als der Krieg zu Ende geht, hat Jan gerade den zweiten Teil des Romans »Fluss ohne Ufer« abgeschlossen. Ein Werk, das man heute zu den eigenwilligsten Zeugnissen der deutschen Emigrationsliteratur zählt. Trotzdem blieb für den Heimkehrer die bange Frage, wie man das unzeitgemäße Buch im Nachkriegsdeutschland aufnehmen würde. Würde sich in dem zertrümmerten und vom nackten Hunger gepeinigten Land überhaupt jemand für die Verstörungen und Probleme der janschen Helden interessieren? Würde die ihrer alten Identität beraubte Kulturnation sich in den scheinbar abwegigen Sorgen eines Einzelgängers erkennen wollen? Jan in einem Brief an Werner Hellwig. Dass mein Roman ungeheuerlich unmöglich ist, weiß ich aus eigener Einsicht.
Wie das Ganze auf die zerbombten Deutschen wirken wird, das ist eine Frage, die niemand im Voraus beantworten kann. Mein Vater freute sich wahnsinnig auf die Rückkehr nach Deutschland nach dem Krieg. Es wurden Monate vorher Nahrungsmittel gesammelt, in Koffer verpackt. Ein sehr, sehr großer Koffer, eher eine Art Schrank, wurde versehen mit einer selbst entworfenen Fahne. Ich glaube, sie war grün, rot, orange. Und er hatte große Hoffnung, dass Deutschland jetzt sich völlig verändert hätte, dass die Menschen sich vor allen Dingen verändert hätten, dass sie etwas gelernt hätten, dass sie jetzt Pazifisten seien, dass jetzt ein völlig neues Land aufgebaut würde, was nach seinen Vorstellungen entspräche. Die Hoffnungen des Heimkehrers auf eine wirkliche Bewusstseinswende in der Gesellschaft sollten ein Traum bleiben. Da der utopistische Praktiker Jahn selbst alles andere als ein Träumer war, nutzte er alle ihm zur Verfügung stehenden Instrumente, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Als Präsident der Hamburgischen Akademie der Künste versuchte er, der Hansestadt einen Platz für die missachtete Innung abzutrotzen. Vom Pen-Club aus nahm er jede Möglichkeit wahr, der drohenden Spaltung der Nation entgegenzuwirken, und als Mitglied der Bewegung Kampf dem Atomtod predigte, polemisierte und kämpfte er unermüdlich gegen die Gefahren des Kalten Krieges und einer deutschen Wiederaufrüstung. Ja, meine Beziehung zu Hans-Henny Jahn, die ist sehr merkwürdig. Sie ist nie sehr eng gewesen, aber sie hat eine ganze Reihe Veränderungen durchgemacht. Ich habe ihn kennengelernt, ganz flüchtig in den 20er Jahren, und zwar deshalb, ich lebte in Berlin, er in Hamburg, und mein großer Mentor Siegfried Jacobson schrieb über seine ersten Aufführungen, Pastor Ephraim Magnus, wofür er den Kleistpreis bekommen hat. Das war schon interessant, da habe ich mich in Hamburg umgeguckt und habe ihn auch kennengelernt. Sagte mir nicht sehr viel. Ich muss sogar sagen, er war mir eigentlich antipathisch, weil er lauter Eigenschaften hatte, die mir nicht sehr gefallen. Er betonte so das primitive, ländliche, urige, heidnische, nordische, lauter Sachen, die mir also nicht besonders liegen. Und ich glaube, ich habe ihn dann bald vergessen. Wenn ich an ihn gedacht hätte, dann hätte ich zu Beginn der Nazizeit wohl angenommen, na, der hätte ganz gut zu den Nazis gepasst. Aber das ist ein Irrtum gewesen, ganz im Gegenteil. Genau wie im Ersten Krieg ging er wieder weg. Feind der Kriege, Feind der Diktatoren, von Wilhelm bis Hitler. Und nach dem Krieg traf ich ihn in Hamburg und nun haben wir uns endlich ein bisschen besser kennengelernt. Da habe ich gesehen, was an ihm dran ist. Dass er eben nicht nur ein etwas verstiegener, versponnener Bauernpoet war, sondern ein politisch sehr bewusster Kopf. Am 18. August 1956 demonstrierten 200.000 Bürger und Arbeiter auf dem Hamburger Rathausmarkt gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik mit Atomwaffen. Auf dem Rednerpodium unter anderem der militante Kriegsgegner Hans-Henny Jahn. Solange wir vernünftige Entscheidungen noch für möglich halten, muss hervorgehoben, verkündet, geflüstert oder geschrien werden, dass auf dem militärischen Sektor nur noch zwei Entscheidungen möglich sind. Totale Vernichtung oder totale Abrüstung. Archaische oder konservative Vorstellungen retten die Menschheit nicht in ein Weiterbestehen hinein. Als sich Jahn in der Zeit des kältesten Kalten Krieges gar in die DDR und nach Moskau vorwagte, geriet der Einzelgänger vollends ins Zwielicht. Er wagte sich in die Höhle der DDR. Er sprach mit den Leuten, er war sehr naiv, er war sehr listig. Er erreichte eigentlich alles, wenn sich auch letzten Endes dann alles wiederum zerschlug. Zurückgekehrt nach Hamburg hatte er wiederum den Kampf mit der Hamburger Bürokratie, die es ihn übel nahm, dass er so oft in die DDR fuhr. Er hatte es also sehr schwer. Er hatte es schwer, weil er den Bürokraten aller Couleurs das Leben schwer machte. Das einzige von Hans-Henny Jahn erhaltene Tondokument gibt ein schlagendes Beispiel. Wir, die wir in der Bundesrepublik als Autoren und als Künstler leben, haben einen gewissen Grund, uns daran zu erinnern, dass diese Bundesrepublik zum wenigsten amusisch ist, um kein härteres Wort zu gebrauchen. Die Ziele der Akademie
möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Es sollen die Interessen der in Hamburg wohnenden oder in der Nähe Hamburg wohnenden schöpferischen Menschen vertreten werden. Es ist ja bekannt, dass gerade diese am wenigsten Einfluss innerhalb unserer Gesellschaft haben. Man sieht, dass sich Jahn auch als Akademiepräsident keineswegs als Festredner verstand und niemals war sich zu fein, in Dingen der Kultur von Geld zu sprechen. Wir haben die Briefe veröffentlicht in der Mainzer Akademie und es fällt dann natürlich auf, dass bei Jahns Briefen immer nur von Geld die Rede ist. Also nach meinem Gefühl möchte ich sagen, er ist nie arm gewesen wie die meisten von uns. Aber dafür hat er nie Geld gehabt. Und das wegen der großen Ausgaben für seine Notendruckereien und so weiter. Also wenn er von irgendeinem Mäzen oder dem Senat 10.000 Mark bekam, dann waren es am nächsten Tag schon 10.000 Mark zu wenig. Ich war in Hamburg und wir gingen einkaufen. Unterwegs erzählte mir Jahn von Menschen, die er mit Priestern verglich, die im Dienste von Göttinnen standen. Und ich war sehr gespannt. Und wir stiegen eine Kellertreppe hinunter und kamen in einen kleinen Kolonialwarenladen. Dort stand so ein unscheinbarer grauer Mann. Und Jahn bestellte und sagte dann, schreiben Sie doch bitte auf. Und ich blickte ins Buch und sah dort schon über 4.000 Mark stehen. Wir gingen hinauf und Jahn flüsterte mir zu, ein herzensguter Mann, nicht schuldig schon über 4.000 Mark. Wissen Sie, das Geheimnis ist, man muss nur sehr viel kaufen und dann einmal zahlen. Und das Gleiche wiederholte sich dann beim Schlechter. Und als wir am Zeitungsstand vorüberkamen, hatte ich nun Angst, die Sache würde beginnen, aber ich war direkt froh, als er die Zeitung wenigstens bezahlte. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Hans-Henny Jahn im Blankeneser Hirschparkhaus, wo die Stadt ihm eine bescheidene Wohnung eingeräumt hatte. Hier starb er am 29. November 1959 in entwürdigender Armut. Die Frage, ob der unendlich erfindungsreiche Universalist, wahrhaftig ein Mann ohne Ufer, seine wirtschaftliche Existenz mutwillig aufs Spiel gesetzt hatte, um große kulturelle Projekte zu realisieren, diese Frage erübrigt sich vor den Versäumnissen einer Gesellschaft, die anscheinend in alles Mögliche, aber nicht in verschwenderisch ausgestattete Begabungen investiert. Allerdings, ein Stein des Anstoßes blieb der widerborstige Mann auch über seinen Tod hinaus. Seine Beerdigung, alles andere als ein Staatsbegräbnis, wurde zu einem Repräsentations- und Demonstrationsakt ganz besonderer Art. Der Sarg wurde verlötet, die Kiste wurde mit Ölwachs bestrichen. Es waren genau antike Riten. Und es war sein Hass gegen den Tod, gegen die Verwesung macht sich bemerkbar. Er hatte auch Angst vor Grabschändung. Tempel gegen die Vergänglichkeit aufzurichten und Mausoleen gegen den Tod. Diese alte Ugrino-Idee bestimmte auch Jahns letztwillige Verfügung. Ich bin hier Friedhofsverwalter auf dem Nienstedtener Friedhof und seit 1947 im Dienst. Anfang der 50er Jahre lernte ich Hans-Henny Jahn kennen, mit dem ich mehrere Gespräche hier an dieser Grabstätte geführt habe. Hans-Henny Jahn erklärt mir immer wieder, wie sein Freund Gottlieb Harms hier beerdigt worden ist auf dieser Grabstätte, dass das Grab von einer dichten Mauer umgeben ist und dass sein Freund in Beton eingeschüttet wurde. Auch so wollte Hans-Henny Jahn einmal beerdigt werden und an dieser Sache bin ich ja nun maßgeblich beteiligt, um die Gruft dementsprechend herzurichten. Ich hatte das Gefühl, Hans-Henny Jahn wollte sein Haus bestellen. Eines Tages erreichte uns dann ja auch die Nachricht, dass Hans-Henny Jahn verstorben ist und wir mussten ihn hier in dieser Grabstätte beisetzen. Das Besondere daran war eben, dass Hans-Henny Jahn auch bezüglich des Sarges eine eigene Vorstellung hatte.
Der Hans-Hennig Jahn wurde in einem Zinksarg eingelötet und dieser Zinksarg war umgeben von einem viereckigen Kasten aus dicken Eichenbrettern, der natürlich enorm schwer war. Nun kam hinzu, dass der Freundeskreis ihn von der Kapelle diesen Weg hier rauf bis zu der Grabstelle tragen sollte. Das hat natürlich unendlich viel Mühe gekostet und die Leute haben sich enorm abschleppen müssen, um diesen schweren Sarg hierher zu bekommen. An der Grabstätte selbst wurden die Leute dann abgelöst durch die Friedhofsbediensteten und wir haben dann den Sarg hier in diese Gruft beigesetzt. Ich war ein hässliches Kind. Ich spürte es am Verhalten meiner Umwelt. Begabt war ich allen fast mittelmäßig. Was ich später an selbstständiger Leistung verbracht habe, verdanke ich meinem Arbeitseifer und der Tatsache, dass ich mich der Autorität einer öffentlichen Meinung entzog und die Schöpfung und in ihr die Menschen unerschrocken beobachtete. Als Individualist habe ich meine Haut zur Markte getragen. Berüchtigt, befehdet, ein vielfacher Emigrant, das bin ich geworden. Die tragische Lebensbilanz aus dem Jahre 1953 soll hier nicht als letztes Wort stehen. Eine so reich zerklüftete und mit kontroversen Gaben ausgestattete Natur wie Hans-Hennig Jahn musste wohl zwangsläufig daran zweifeln, ob er im literarischen Verwertungsbetrieb noch zählte. Und natürlich muss, wer sich auf diesen Dichter einlässt, gewärtig sein, dass der Versuch einer Identifikation hier wortwörtlich zur Zerreißprobe wird, zu einer Gefährdung für jedes abgesicherte Selbstverständnis. Allerdings auch zu einer mächtigen Versuchung, zur Versuchung, die arbeitsteilig zerrissene Welt noch einmal zusammenzusehen, im utopischen Heilsentwurf, der, ungeachtet aller Möglichkeiten des Scheiterns, unentwegt auf Praxis, Machbarkeit und irdische Verwirklichung reflektiert.